So, fahren wir langsam ein bisschen weiter, wie die Hütchen da stehen. Kriegst du hin, das kriegst du hin. Ruhig, Lisa. Wir haben das alles geübt. Und jetzt stoppen Sie bitte. So, und jetzt parken Sie bitte rückwärts an. Stopp dir die darum an, das schaffst du. Konzentrier dich ein bisschen. Du machst das. Alles ganz gut. Ruhig, Frau Mutter. Ganz ruhig. Alles gut. Fahren Sie noch einmal vor. Sei nicht so nervös. Einmal vor. Ich weiß, du kannst das prima. Tief Luft holen und jetzt noch mal langsam zurück. Das schaffen Sie schon. So, prima, Lisa. Das war leider nichts. Lisa! Bleiben Sie bei mir. Ich verstehe das nicht. Ich bin tatlos. Also, sie ist immer tadellos gefahren, vor allem in der letzten Vorbereitungsstunde. Einparken ist mit ihr überhaupt kein Problem gewesen. Aber ich weiß gar nicht, was mit ihr momentan los ist. Also ich fällt sich schon seit einem Jahr so komisch, weil Abitur hat sie super gemacht und Lisa ist eine der besten Schülerinnen, die ich je hatte, aber in der Prüfungssituation ist irgendwie immer alles verfahren. Verstehe ich nicht. Jetzt hätte sie Prüfung sein. Vielleicht sollte man sich da mal was überlegen. Lisa war immer selbstbewusst, ihr gelang immer alles das, was sie angepackt hat. Nur wie sie dann durch die Prüfung gefallen ist, habe ich erst gemerkt, unter was für einen inneren Druck sie gestanden hat. So kannte ich meine Tochter einfach nicht. Und da wurde für mich klar, ich muss auf jeden Fall Hilfe holen. Beim nächsten Mal wird alles besser. Ja? Ja. Gucken wir, dass wir jemanden finden, der sich mit Prüfungsängsten auskennt und dann machst du die Prüfung. Ich will keinen anderen Fahrlehrer. Der ist gut, wie er ist. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Lisa, so schlimm ist das nicht. Doch, gestern gingst du noch. Warum hat es denn jetzt nicht funktioniert? Ja, vielleicht liegt es ein bisschen an deiner Nervosität. Gerade was das Fahren angeht. Ich habe keine Prüfungsangst. Lisa, warte! Lisa! Hallo? Bitte, kommen Sie rein. Hallo. Hallo, Frau Deckern. Toll, dass Sie da sind. Kein Problem. Schön haben Sie es hier. Nett. Danke. Tag, Frau Moll. Hallo, grüße Frau. Sie. Aha, das ist die Lisa. Hallo. Hi, Sabine Decker, grüße dich. Hi. Und du hast einen Führerschein versemmelt. Ja, leider. Ach Mensch, das ist ja ärgerlich. Habe ich gehört. Nicht zum ersten ja, Mal, ne? Ja. Das ist unser Problem. Sagt mir ja, am Telefon. Was kann ich denn dafür? Als ich kam, standen die immer noch so ein bisschen unter dem Eindruck dieser missglückten Führerscheinprüfung. Beim dritten Mal wird es dann natürlich auch wirklich ärgerlich für die ganze Familie. Ich hatte ja gebeten, dass man vielleicht mal so ein paar Punkte aufschreibt, wann Situationen aufgetreten sind, wo Angst irgendwie eine Rolle gespielt hat. Hast du da ein bisschen was aufgeschrieben? Nee, ich glaube, das bringt halt auch einfach nichts. Also deswegen dachte ich mir so, wofür eigentlich? Meine Frau ist jetzt hingegangen und hat dann mal irgendwas draufgeschrieben. Ja, okay. Weil so ein bisschen Desinteresse von ihrer Seite da ist und wir verstehen es einfach nicht. Mhm. Mhm. Sie war ja das Beste mit ihrem Abitur. Das wäre ja eigentlich mein Verdacht gewesen, dass da so eine Prüfungsangst dahinter steckt. Müssen wir ja annehmen, bei dreimal durchfallen. Ne? Aber eigentlich wenn schon, das ja. mit dem Abitur so gut geklappt hat, dann kann das ja eigentlich keinen Stress auslösen. Das Fahren selber vielleicht, dass ihr das. Was sagt der Fahrlehrer, wie es bei den Fahrstunden war? Also am Fahrlehrer kann es definitiv nicht liegen. Also der ist wirklich top. Also ich möchte da auch keinen anderen Fahrlehrer. Mhm. Ja, wäre ja naheliegend, ne? Dass man vermutet, dass die Fahrschule vielleicht dann irgendwelche Fehler auch macht bei der Ausbildung oder was? Kann das nicht sein? Aber ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür. Lisa! Reiß dich mal zusammen. Meine Güte. Lisa stand sehr unter Druck, unter Anspannung, hatte auch überhaupt keine Lust eigentlich auf den Termin mit mir, wollte sich auch gar nicht so richtig auf ein Gespräch mit mir einlassen. Das wird nicht ganz einfach werden. Wenn sie so sagt, sie will auf keinen Fall einen anderen Fahrlehrer und den so in Schutz nimmt,
Vielleicht gefällt mir der besonders? Ist der attraktiv? Was sagen Sie da? Der ist sehr attraktiv. Ist ja. Ja. Ich möchte das jetzt gerne mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja... Ja, vielleicht, das geht doch nicht. Komm. Also, er ist ein bisschen älter, ne? Ja, aber es kommt ja vor, dass Mädchen sich so ein bisschen in den Fahrlehrer vergucken und dann vielleicht gar nicht aufhören wollen mit den Fahrstunden. Tolle Idee. Lass uns das jetzt erstmal. Das muss, erregen Sie sich nicht auf. Ich muss mich mal ein bisschen runterhauen, aber es nervt irgendwie, ne? Ja. Dreimal durch die Prüfung semmeln, das kann eigentlich nicht. Da lag natürlich der Verdacht nahe, dass die Lisa vielleicht wegen des Fahrlehrers gar nicht unbedingt diese Fahrstunden beenden möchte. Ich wollte diesen Verdacht dann gerne mit der Lisa unter vier Augen klären und habe dann versucht, mit ihr alleine zu sprechen. Oh Mann. Lisa? Lisa, hi. Hallo. Kann ich mich ein bisschen zu dir setzen? Ja. Ja? Okay. Du bist ja irgendwie ganz schön genervt. Das ist echt alles anstrengend im Augenblick. Ja. Meine Eltern kommen auch die ganze Zeit an. Die haben selber irgendwie gar keine Ahnung. Ja, ich meine, ich habe gerade mal so ein bisschen mit der Mama über den Fahrlehrer gesprochen, weil mir aufgefallen ist, dass du den so in Schutz nimmst und so. Mein Fahrlehrer? Also ich meine, er ist nett, aber zu alt wäre er jetzt schon für mich, deswegen auf gar keinen Fall. Nee? Nee. Der Fahrlehrer interessiert sie als Mann jetzt überhaupt nicht, ist viel zu alt für sie, war auch total glaubhaft. Also das konnte nur wirklich nicht sein. Als ich dann vorgeschlagen habe, dass wir vielleicht mit der Familie, mit den Eltern zusammen so eine Art Spiel machen, hat sie ziemlich heftig reagiert. Vielleicht kommen wir der Sache ja näher, wenn wir irgendwie so eine kleine Aktion irgendwie mal machen. Sowas zusammen mit den Eltern, mal so eine Art Spielchen irgendwie. Was haben denn jetzt meine Eltern damit zu tun? Also ganz ehrlich, da ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich brauche keine Hilfe. Ja, ich meine, jetzt bin ich einmal hier und dann denke ich, ist das natürlich auch sinnvoll, wenn wir rausfinden, woran das liegt mit deinem Führer. Es ist kein Problem da, okay? Was ist denn los? Gar nichts. Wie gar nichts? Gar nichts kann ja nicht sein. Du rennst da wieder weg, Wut entbrannt. Ja, aber das doch alles nichts bringt. Wie, das bringt nichts? Ja, was für Familienhelfer denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Was, gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ich habe schon den Gitarrenunterricht für dich verschoben. Du hast den Gitarrenunterricht dann noch verschoben? Gegeben, bitte, ja. Ich kann das auch alleine, ganz ehrlich. Können wir auch verschieben? Nee, was für verschieben? Mann. Ja, ich glaube, heute ist da nicht viel zu machen. Tut mir leid. Sie nicht rausfinden können, was da mit ihr los ist, was in dem Also Kopf mit dem Fahrlehrer hat es definitiv nichts zu tun. Da können Sie sich beruhigen. Das ist nicht der Grund. Ja. Vielleicht ist es alles auch noch ein bisschen frisch jetzt mit der verpatzten Prüfung. Vielleicht musst du sich da erst wieder einkriegen. Machen wir einfach noch mal einen anderen Termin. Vielleicht mal nächste Woche oder so. Okay? Ja, alles danke. Klar. Lisa, ich bin weg. Wir sehen uns demnächst noch mal. Okay? Ja, okay. Tschüss. Mach's gut. Ich bin dann gegangen und also ehrlich gesagt hatte ich auch schon so ein ganz klein bisschen die Hoffnung, dass die Lisa vielleicht dann sich doch noch mal umentscheidet. Entschuldigung. Ich glaube, es wäre doch gut, wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz reden könnten. Also vielleicht habe ich da so ein bisschen überreagiert, aber irgendwie merke ich ja, dass doch irgendwas nicht so ganz stimmt und deswegen würde ich das schon gerne irgendwie. Wie süß von dir. Sorry. Okay. Also alles wieder zurück. Ja. Manchmal alles nicht so einfach, ne? Ja. Okay. Aber es ist jetzt wieder so weit in Ordnung, dass wir jetzt vielleicht doch ein kleines Spiel zusammen machen können. Ja, ja? Vielleicht wäre das gar nicht so eine schlechte Idee. Ja? Ja? Wenn ich jetzt mal einmal hier bin. Okay, Lisa hat sich's anders überlegt. Wir machen doch eine kleine Aktion noch zusammen. Okay, und dann würde ich nämlich Sie bitten, dass wir so eine Art Parcours irgendwie aufbauen, wo es dann darum geht, jemanden mit verbundenen Augen da durchzulotsen. Ich hole die Sachen schon mal. Fällt Ihnen da was zu ein? Ja. Ja, ich kann das eigentlich auch schon mal kurz aufbauen. Ja? Nee, ich mach das schon. Alles gut. Ich kann das auch eigentlich alleine. Okay, mach's alleine. Da wir die anderen Verdachtsspuren sozusagen ausschließen konnten, dass es Prüfungsangst ist, konnte nicht sein, Abi hat super funktioniert, dass sie in den Fahrlehrer verliebt ist, konnte auch nicht sein, Fahrlehrer interessiert sie gar nicht. Es musste also irgendwas Innerfamiliäres sein. Und da wollte ich mir die drei einfach mal angucken, wie die zusammen eine Aufgabe lösen. Lisa führt jetzt die Mama durch den Parcours mit Kommandos. Also du musst erstmal nach rechts. Nicht furchten. Nach links wieder. So. Ich sehe doch, dass du guckst. Ganz ehrlich, was soll das denn? Ich kann doch auch irgendwas mal alleine. Was soll das denn, dass du die ganze Zeit guckst? Ich finde es nicht in Ordnung. Bei dem Spiel hat die Mutter dann ja gefuscht. Und darüber wurde die Lisa total sauer. Da habe ich gemerkt, da ist schon so ein Gefühl, was die Lisa kennt, ne? Was sie so sauer macht, dass das eben immer so ist, dass die Mutter ihr nichts zutraut. Ich glaube, das ist genau das, was bei der Familie im Argen liegt.
Also, ich könnte mir vorstellen, dass Sie beide so ein bisschen dazu neigen, dass Sie sich schnell Sorgen machen, wenn die Lisa mal so was für sich alleine machen soll. Ja, das glaube ich auch. Und selbstständig werden soll. Aber bei so einem Jugendlichen kommt natürlich irgendwann so ein Punkt, wo man dann auch mal so flügge werden will, ne? Und das hat vielleicht auch was mit der Fahrprüfung zu tun. Man fährt dann selber so los ins Leben und da sitzen nicht mehr die Eltern daneben und sagen, halt und gib mal Gas und mach mal dies. Daher kommt so bei ihr diese Hemmung, ich kann das nicht, ich kann nicht selbstständig, weil sie das so gar nicht kennt, dass sie von ihnen so auf den Weg gelassen wird und gesagt kriegt, so, kleiner Vogel, jetzt flieg. Ja, ich glaube auch. Sie hat auf jeden Fall recht. Für mich war das ein Schock, dass ich sie zu fürsorglich behandelt habe. Mir war das gar nicht so bewusst. Jetzt durch die Familienhelferin sind mir da so ein bisschen die Augen geöffnet worden. Und ich möchte natürlich, dass meine Tochter jetzt doch lernt, ihre Wege alleine zu gehen. Für sie ganz schwer als Eltern. Aber die Lisa braucht jetzt so einen kleinen Schubs von ihnen aus dem Nest, um selber fliegen zu lernen. Und um sich zu trauen, dass sie ins Leben den Schritt macht. Lisa. Och, Lisa. Ja, das ist alles schon ein bisschen viel. Wir versprechen dir, also wir geben uns Mühe. Gib uns eine Chance, das wieder gut zu machen. Wir geben uns Mühe, dass das alles so klappt, dass du auch deinen Weg alleine gehen kannst. Mhm. Ja? Da muss ich als Eltern vielleicht erstmal an mir selber arbeiten, an meinem eigenen Gefühl und mich damit abfinden, hey, das Kind wird groß, ich muss dem Kind jetzt was zutrauen, ich muss das Kind jetzt selber machen lassen. Was ihnen abzunehmen, ist auf jeden Fall keine gute Lösung. Lisa, ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Ich bin mal weg. Ich glaube, wir haben hier viel geklärt. Mhm. Wenn noch irgendwas ist, vielleicht können wir noch ein paar Gespräche führen. Gerne. Wenn Sie merken, es ist noch Klärungsbedarf, lassen Sie es erst mal. Vielen Dank. Alles Gute. In weiteren Gesprächen mit Sabine Decker haben die Eltern gelernt, Lisa loszulassen und ihr mehr zuzutrauen. So gestärkt hat die 17-Jährige 2 Monate später ihre Führerscheinprüfung bestanden.